Gut, Shalom Aleichem, Sie wissen, in unserer Parasha, Parashat Bereshit, die dritte Geschichte in Torah ist schon eine Neid zwischen Brüdern und eine Arge Tavek tötet seinen Bruder. Die erste Geschichte ist Schöpfung von Welt, zweite Geschichte Adam und Chava und die Geschichte im Garten Eden und die dritte Geschichte, wo die Leute sind schon weg von Gan Eden, eine Bruder tötet dem anderen. Interessant, die ganzen Buch Bereshit ist immer Streit zwischen Brüdern. Und es beginnt in unserer Parasha. Kain und Hevel, Yitzchak und Esav, Yitzchak und Ishmael, Jakob und Esav, Josef und seine Brüder. Bis zum Schluss endlich, zwei Brüder verstehen sich gut, Menasche und Ephraim, aber die haben kein Gleichgewicht. Obwohl eine ist benachteiligt und eine ist bevorteiligt, trotzdem derjenige, der benachteiligt, ist einverstanden. Also man kann nie zwischen Brüdern oder zwischen Geschwistern Gleichgewicht erwarten. Die nächste Runde ist Moshe und Aaron. Obwohl Aaron ist der Größere, wer kriegt die Position? Moshe Rabbeinu. Also interessant, die ganze. Und heute geht uns zwischen Geschwistern viel leichter als damals. Auch wenn es gibt Neid oder Missverständnis, es bringt nicht so weit zum Tod, sagen unsere Weisen, weil die Tora hat schon die ganze Arbeit gemacht und sie hat uns so viel darüber gelernt. Es geht uns etwas leichter, weil wir sehen von so vielen Geschichten in der Geschichte, was kann passieren. Okay, ein Kind normalerweise nimmt den Beruf von seinem Vater, insbesondere das Erstgeborene. Welcher Beruf ist Adam? Was macht er? Adam ist ein Bauer. Adam ist ein landwirtschaftlich. Der arbeitet in die Erde. Das war die Arbeit von Adam. Warum heißt er Adam? Weil er kommt von die Adama, von die Erde. Also das zeigt seine, das ist nicht nur ein Beruf, das ist eine Berufung. Er ist gekommen von die Erde, er arbeitet in die Erde und Gott will, soll er in die Erde arbeiten und Gott sagt ihm, was soll er tun? Sein erstgeborener Sohn, was macht er? Genauso, was hat dein Papa gemacht. Und steht geschrieben, dass Kain ist geboren und es war ein großer Tararam. Immer bei dem Erstgeborenen, die Älteren sind ganz begeistert. Sie lernen plötzlich, stell mal vor, das erste Kind, was ist geboren in die Welt. Wenn bei dir geboren ist, der erste Kind in deiner Familie, in deiner kleinen Welt, ist schon eine große Simche. Jetzt stell mal vor, ein Kind, die erste in die ganze Welt. Und die beiden waren begeistert und die beiden waren zufrieden. Später steht geschrieben, und auch Hevel ist geboren. Auch Hevel ist geboren, ohne große Tararam. Kain ist geboren, so wie seine Papa, Kopie, Erstgeborene, ein Landwirtschaft. Hevel hat entschieden, er will nicht gebunden sein mit der Erde. Er will ein Beduiner sein, ein Bewegter, er will ein Geschäftsmann sein. Er will schon sein Schafhirte. Und er nimmt Schäferlach, Kühe, Rinder, Wider, Rehe, alle koschere Tiere und er züchtet sie und er nimmt sie auf die Felder. Und was essen die Tiere von Hevel? Die Früchte von der Erde von Kain. Also interessant, der ist im Prinzip bodenständig, der hat die Erde voll und die Erde ist voll mit Gras. Die Tiere von Hevel kommen und essen, bitteschön, die Tiere von Hevel kommen und essen die Gras, die Stroh, das Produkt. Das Brot, okay. Kain war sehr glücklich und er war der erste religiöse Mensch in der Welt. Was ist Religiosität? Religiosität ist ein Gefühl von Bedarf, sich zu heben, zu bringen etwas nach oben. Soll nicht bleiben alles nur in die Erde. Deshalb Kain, stell mal vor, war der Erste, wir geben ihm volle Kredit. Kain war der erste religiöse Mensch in dieser Welt. Wenn jemand will wissen, wer war der erste Mensch, der wollte Opfer bringen, das war Kain. Und er hat gebracht eine Korban. Von was hat er gebracht eine Korban? Von seinen Leinen, Kerne, Samen. Interessant, das Wort Korban
wird geschrieben von den Wörtern Kuf, Reish, Bet, Nun. Die Endebuchstaben von Kuf, Reish, Bet, Nun macht die Wörter Pishtan. Pishtan bedeutet Leinen. Und er hat genommen die Leinen, aber nicht die, Sie wissen, in Textil gibt es Scheure Alef, erste Qualität. Es gibt zweite Qualität und es gibt Damage. Damage ist schon Schmattes. Die Ware von Kain war sehr gut. Und Hevel hat gebracht von den Tieren, aber nicht von der höchsten Qualität. Was ist die höchste Qualität bei den Tieren? Kühe, Rind, Kalb. Was bringt Hevel? Er bringt von seinen Schäferlach. Aber von den Schäferlach bringt er von den Erstgeborenen und von ihrem Talg. Das heißt, der gibt Klasse B von Klasse 1 und der gibt Klasse 1 von Klasse B. Versteht ihr, was hier passiert? Ich gebe ein. Umgekehrt. Was? Alles umgekehrt. Nicht umgekehrt. Der denkt, es ist unwichtig, die Klasse 1 oder Klasse 2. Es ist wichtig. Ich gebe ein Beispiel. Du kommst zu einer Hochzeit und du hast zwei Möglichkeiten, Matana zu geben. Oder du gibst so einen kleinen Becher aus Gold. Aus Gold, nicht saubere, so 14 Karat. Es gibt 14, 18, 16, 18, 20, 22, 24. Die schmutzige Gold ist die 14. Was passiert? Einer kommt zu einer Hochzeit und er gibt so einen kleinen Becher für Lechaim Matana. Gold! Aber so eine kleine und 14 Karat und der andere kommt und er gibt Matana aus Silber. Aber so eine schöne Becher. Matana. Vom Feinsten. Vom Feinsten, aber vom Silber. Von Qualität, wer ist größer? Gold. Aber in die Qualität hat er gegeben die niedrigste Qualität. Und Hevel hat vielleicht niedrige Qualität. Ich gebe euch noch ein einfaches Beispiel. Nehmen wir zwei Firmen von Kosmetik. Nivea und La Prairie. La Prairie Kosmetik kostet eine Dose 400, 500 Euro Creme. Wie viel kostet Nivea? 7? 5? 4? Oh, gut. Ja. Aber gibt eine teure Nivea, eine gute, 30, 40. Und es gibt die niedrigste von La Prairie, die kostet 100 oder 70. Wenn einer will jetzt Matana kaufen zu jemand, was ist besser? Die niedrigste von den feinsten oder die feinsten von den niedrigsten? Das ist hier die Diskussion und die Diskussion ist sehr, sehr wichtig. Und ich gebe euch ein Beispiel. Sagen wir, ein Arbeitgeber, du störst die Leute, dankeschön, Schkoyach, vielen Dank. Also, ein Arbeitgeber hat zwei Leute, die arbeiten sehr gut. Er guckt die Leute, du arbeitest sehr gut, du arbeitest sehr gut. Und er gibt beide eine Karte zum Konzert von klassischer Musik. Aber einer von den zwei ist ein klassischer Mensch und der andere ist primitiv, der geht nur zum Fußball und zum Boxen. Und er gibt beide den letzten Platz in dem Konzert. Sagt die Frau, weißt du was, du willst glücklich machen der andere Arbeiter? Gib ihm erste Klasse in Fußball. Gib ihm den ersten Platz in Boxen. Da wirst du sehen, wie er freut sich. Jetzt, was ist besser? Zu bekommen ein Geschenk, eine Karte, letzter Platz in klassischer Musik oder zu bekommen erster Platz in Boxen. Es gibt keine absolute Antwort. Die Frage ist, was liebst du? Jetzt kommen wir zu der besten Sache. Heute im Judentum, die beste Sache zu spenden, ist Geld. Warum Geld? Weil diejenigen, die geben nicht Geld, geben normalerweise die niedrigsten Sachen, die sie haben zu Hause. Was geben die Leute, wenn sie geben Geschirr zur Hochzeit?
Gläser, die gehen von Generation zu Generation, Teller, was schenkt man zu Witzo? Die alten Bücher, die alten Kleider. Wie ist heute in die Hochzeiten? Die Leute wollen nicht mehr Sifolog, sie wollen nicht mehr Töpfe. Sie wollen Geld. Ein bisschen Geld ist besser von drei Töpfen. Warum? Weil Geld ist immer äquivalent. Kommt die Teure und sie sagt nein. Nicht jeder braucht zu geben Geld. Manche Leute können zum Beispiel schön singen. Die können schön singen. Und man sagt, weißt du was? Bei mir, als meine Tochter hat geheiratet, kam ein Kantor und er hat gesungen. Von ihm erwarte ich kein Geschenk. Für mich war das schon ein Geschenk, dass er ist gekommen und er hat gesungen. Er hat so schön gesungen, das war mir schon ein Geschenk. Das ist schon Geld wert, die man nicht rechnen kann. Und jetzt kommt die Idee, was wir hier lernen wollen. Gott erwartet von jedem Mensch, soll er geben, seine Maximum, auch wenn er ist ein niedriger Mensch. Darum geht's. Kein denkt, was ist ein Opfer zu Gott? Hevel wollte am Anfang keine Opfer nicht zu bringen. Er wollte nicht. Er wollte bringen am Anfang gar nichts. Weil er hatte nicht diese religiösen Gefühle. Die religiösen Gefühle hat begonnen bei Kain. Und drei Sachen war er neidisch auf seinen Brüder. Kain ist geboren mit einer Zwillingsschwester. Hevel ist geboren mit zwei Mädels. Dann, Kain ist schon neidisch, der hat eine Frau mehr. Er hat nur eine, der hat schon zwei. Zweite Sache, sie haben gestritten. Bald Adam und Eva werden sterben, müssen die zwei Leute teilen, die Jerusche, die Erbschaft. Wie werden sie die ganze Welt teilen? Die ganze Welt konnte meine sein. Oh, jetzt kommt mein Bruder, will die Hälfte von meiner Welt. Hätte mein Bruder nicht gelebt, die ganze Welt war komplett meine. Wer macht mein Leben kaputt? Mein Bruder. Wäre mein Bruder nicht da in dieser Welt, war alles in Ordnung. Die dritte Sache, Religion. Kain bringt ein Opfer von den Niedrigsten, von Feinsten. Gott guckt nicht auf sein Opfer. Und da gibt es eine Beschreibung in die Tora, die steht nirgendwo. Vayiplu Ponov. Dass sein Gesicht war so. Er ist gefallen auf das Gesicht, auf den Punnen gefallen. Der hat so ein Gesicht, weil Gott hat nicht genommen sein Opfer. Und dem Opfer von Hevel hat er genommen. Kain war so wütend, so zornig, der ist gegangen und er hat getötet seine Brüder. Und er hat geschlagen, 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 bis er hat gesehen, seine Brüder bewegt nicht. Und er hat gesehen, der Bruder ist tot. Und er wusste nicht, was zu tun. Was macht man jetzt mit der Leiche? Soll er die Leiche werfen in Wasser? Soll er die Leiche verbrennen, so wie Fleisch? Weil er hat gesehen, sein Bruder hat gemacht Fleisch. Und er hat gegrillt, vielleicht soll er legen die Leiche und verbrennen. Er hat nicht gewusst. Vielleicht soll er lassen einfach die Leiche hier und soll kommen Raubvogel. Und was ist passiert? Plötzlich sieht er, kommen zwei Raubvogel. Sie wollen die Leiche schon beißen. Aber niemand gönnt dem anderen zu essen. Die hacken sich so stark, dass eine Vogel hat dem anderen getötet, vor dem, dass er hat überhaupt gegessen von dem Kadaver, von dem Leiche von Hevel. Sind gekommen andere Raubvogel und sie haben beerdigt ihren Freund. Sagt Kain, oh, jetzt weiß ich, was macht man mit einer Leiche. Legt man zurück in die Erde. Genauso wie der Mensch ist rausgekommen von Erde, kommt der Mensch zurück zu der Erde. Seitdem gibt es vier Methoden, was macht man mit Leiche. Oder verbrennen, so wie der Opfer von Hevel. Oder kann man legen in Wasser. Manche wollen ihre Titus, der Roche wollte, soll man legen seine Asche in alle sieben Ozeanen in dieser Welt. Oder legt man das so wie die Hindus in die Bergen, sie lassen die Vogel soll essen ihre... Oder so wie die Jeden machen. Man nimmt die Körper, so wie Kain hat gemacht zu Hevel. Und genauso wie Kain hat ihn beerdigt, müssen wir auch heute einen dem anderen beerdigen. Schlusspunkt. Warum gibt es Mord in dieser Welt? Warum Menschen töten einen dem anderen? Gibt es Symptom und es gibt Ursache. Ich sage euch Ursache und dann Symptom. Ursache, Neid,
Triebhaftigkeit und Ehrgeiz. Das ist Ursache von allem Mord, was gibt in dieser Welt. Symptom, Frauen, Geld und, hör mal gut zu, Religion. Immer wenn ihr hört, jemand wurde umgebracht, gehört das oder zu drei Symptomen, Neid, Triebhaftigkeit, Ehrgeiz, oder gehört das zu den drei Ursachen, Frauen, Geld und Religion. Deshalb erzählt uns die Tora gleich am Anfang von Tora, sollt ihr wissen, eure Welt kann sein Gan Eden, Paradies, und die Grenze zwischen Gan Eden und Mord ist ganz nah beieinander. Das heißt, die drei Sachen, Frauen, Geld und Religion, kann machen das Leben Gan Eden. Gan Eden, glauben Sie mir, mit guter Religion, mit guter Frau und mit gutem Geld, diese Welt kann sein Gan Eden. Aber genau die drei Sachen, Frauen, Geld und Religion, macht die Welt auch zu dem Grund, warum keiner Tabel umgebracht. Letzter Aspekt. Zwei Sachen. Ich beende dann gerne zu fragen. Die letzte Sache. Von hier lernen wir, egal was du tust, wenn du bist ein Schreiner, haben wir gerade gesehen, ein Mensch kommt in die Synagoge und nimmt einen Tisch zu reparieren. Er muss nicht Geld spenden. Er kann die Sache nehmen und reparieren. Du musst nicht zum Simchat Torah kommen in die Synagoge mit Geld. Du kannst bringen eine Flasche Wodka. Du kannst reparieren. Es waren Zeiten, die Menschen haben gebracht, Kerzen. Man kann bringen Flasche Wein zum Kiddush. Man kann bringen jeden nach seiner Gabe. Wenn einer macht gutes Öl, soll bringen gutes Öl. Wenn einer kann singen, chasen in die Synagoge, braucht man nicht sein Geld, soll er lieber singen. Wenn einer kann Torah lesen, soll er lieber Torah lesen. Wenn einer kann in die Synagoge etwas anderes tun, soll er machen. Jeder soll geben seine Gabe. Ich schließe mit einer Geschichte, aber zuerst geben wir die Frage. Bitte. Zwei Sachen. Sehr gerne. Was? Geld und Frage. Was? In Eden leben. Geld? Und Frage. Und Frauen und Religion? Ja, zwei Sachen. Reicht nicht? Nein. 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 Weil in dem Moment, wo ein Mensch hat keine Religion, Religion ist ein Luxus in dieser Welt und ein Luxus in der kommenden Welt. Viele Leute glauben, die haben ein Problem mit dem Wort Religion. Sie glauben, Religion kommt, um etwas zu verzichten hier in dieser Welt und später zu bekommen eine andere Welt. Das ist ein Trost für die Menschen, die hier in dieser Welt geht nicht gut. Sagt man, nicht so schlimm. Nächste Welt, Mashiach wird kommen, da wird sein, alles in Ordnung. Nein, das ist nicht die jüdische Einstellung. Die jüdische Einstellung ist, zu steigen durch Religion von Boxen zu klassischer Musik. Von Qualität von Spielen. Die Religion gibt einen Sinn und eine Qualität zu dem weltlichen Genuss. Jeder Mensch weiß, man kann essen Suppe am Mittwoch. Die Suppe schmeckt. Aber man kann auch essen Suppe Freitagabend. Suppe am Mittwoch schmeckt nach Mittwoch. Warum schmeckt Suppe von Mittwoch nach Mittwoch? Ist doch eine gute Suppe. Aber es ist nicht verbunden mit Religion. Es gibt keine göttlichen Gewürze in dem Sinn. Warum soll ich essen Suppe? Kommt Freitagabend, kriegst einen Teller Suppe auf den Tisch. Jeden Löffel schmeckt wie Gan Eden. Es ist eine andere Melodie. Es ist ein anderer Geschmack. Es ist ein anderer Takt. Die Religion schenkt dem Mensch Disziplin, dass die Leidenschaft herrscht und nicht die Leidenschaft herrscht ihm. Ich gebe ein Beispiel. Wenn einer raucht Zigaretten. Katastrophe. Warum Katastrophe? Gibt keine Brache. Genau. Aber nicht nur das. Ich gebe ein Beispiel. Er schämt sich nicht zu schnorren bei jeder Zigarette. Normalerweise ist er ein schüchterner Mensch. Stimmt? Er will von niemand etwas. Wissen Sie, was ist passiert letzter Schabbesausgang? Ihr werdet nicht glauben. Ein paar gute Juden sind raus von der Synagoge. Und das sind fromme Juden, sie halten Schabbat. Sie wollten Zigarette. Aber wo? Es war ein Polizist. Sie kommen zum Polizist und sie sagen, können wir eine Zigarette? Kein Problem, wir kaufen dir später ein Päckel. Wir schenken dir einen ganzen Päckel, aber wir brauchen jetzt eine Zigarette.
Der Polizei sagt, ich bin schon 20 Jahre Beamter, hat mir noch niemand im Schicht gebeten für Zigarette, nur die Jiderlach. Glauben Sie, eine Zigarette? Ich glaube, es war 7 oder 8 Zigaretten. Der hat alle gegeben später, die Leute haben gekauft, ein Päckl, hat man ihm gegeben, ein Päckl. Das ist kein Problem, aber der Mensch ist bereit zu gehen von 5. Stock zu der Straße zu kaufen eine Zigarette. Warum? Weil die Zigarette herrscht ihm. In dem Moment, wo ein Mensch hat Religion, sagt er, jetzt ist Schabbes. Er diszipliniert, er denkt, jetzt rauche ich nicht, morgen rauche ich. Wissen Sie, wie schmeckt eine Zigarette beim Schabbesausgang? Ich habe gehört von meinem Bruder, er hat gesagt, die Zigarette nach Schabbesausgang schmeckt wie 10 Zigaretten am Tag vorher. Hat einen anderen Geschmack, warum? Weil die Religion schenkt Reihe und Disziplin und Geschmack und sagt dir der Maß von allem. Frau ist gut, muss man verheiratet sein, aber gibt Disziplin, Rahmen. Geld ist auch eine gute Sache, aber die Tora gibt dir auch Rahmen, wie viel zu spenden, was zu tun, viele Mitzvot zu kaufen und genauso auch Religion, nicht etwas zu verzichten, sondern zu machen von das, was ich habe, Upgrade zu Gott, Steigerung zu der Linie. Und es gibt ein großes Buch von Ellen Klar. Ellen Klar, eine von den größten Büchern in dieser Welt, Aufhören zu rauchen in 90 Tagen. Dieses Buch hat man verkauft schon in 19 Millionen Exemplaren, nur in Amerika. Es wurde in alle Sprachen übersetzt. Und was ist seine Idee? Seine Idee ist sehr klug. Er sagt, ein Mensch ist nicht bereit, auf etwas zu verzichten. Das Wort Verzicht tut ihm schon nicht gut. Er glaubt, er will für jemand was geben. Er muss die ganze Zeit sein für den anderen oder auf etwas verzichten. Er sagt, man muss dem Kopf geben eine andere Qualität von Genuss, wo diesen guten Qualität von Genuss wird ihm langsam erklären, das kann, aber das ist eine lange und eine kurze Weg. Ich schließe jetzt die Idee. Wir haben gesehen, dass die ganze Buch von Bereshis handelt sich Neid und Eifersucht zwischen Brüdern. Und warum gerade zwischen Brüdern? Sehr interessant. Brüder, jeder denkt, oder Geschwister, er denkt, das ist meine Eltern. Und jeder denkt, alles gehört ihm. Der Mensch vergleicht immer mit derjenigen in seiner Nähe. Ich gebe ein Beispiel. Wenn einer arbeitet in Tankstelle und er verdient 1000 Euro. Ganze Monat verdient 1000 Euro, soll sein gesund. Plötzlich arbeiten dort 5 Leute. Jeder bekommt seinen Umschlag. Am Ende vom Monat, jeder nimmt seinen Umschlag und guckt bei die Seite. Niemand zeigt dem anderen sein Honorar. Warum? Jeder weiß, die Preis ist 1000 Euro. Weil kann sein, dass einer hat 1070. Weil er hat bekommen ein paar Stunden mehr als dem anderen. Schon bringt das Neid zwischen die zwei Kollegen, dass einer hat bekommen 70 mehr. Aber du, Chochomani Stane, du verdienst 1000 Dollar, gibst Leute in Bank, sie verdienen 1000 Dollar in einem Tag. Die kriegen 20.000 Dollar in einem Monat. Warum bist du nicht neidisch auf denen? Es hat mit mir nichts zu tun. Der Mensch messt immer dem Glück mit den Menschen, die neben ihm. Wenn Menschen neben dir haben ein bisschen wenig, bist du glücklich. Wenn Menschen neben dir haben ein bisschen mehr, bist du unglücklich. Du bist unglücklich, weil die haben mehr. Du guckst und deshalb eine von den größten Sünden in dieser Welt ist, mit jemandem zu vergleichen. Das ist seine und das ist meine. Und deshalb, es war hier in Frankfurt ein Rabbi, der ist Rabbi Shimon Hadarshan. Der größte Prediger aller Zeiten aus Frankfurt. Der hat geschrieben ein Buch, dieses Buch heißt Yalkut Shimoni. Es war hier in Deutschland und in Frankreich verboten für die Juden zu drucken, was sie wollen. Weil im 15. Jahrhundert, 14. Jahrhundert hat man begonnen zu drucken, hat man die Juden verbietet zu drucken. Es war ein Goy aus Amsterdam, Daniel Bamberg. Und Daniel Bamberg konnte Hebräisch und er hat geöffnet 2 Druckereien.
Eine in Italien und eine in Saloniki. Und in Saloniki, die Jiden haben sich sehr, sehr wohl gefühlt. Und hat man dieses Buch, was habe ich euch die Idee erzählt, hat man gedruckt, Yalkut Shimoni. Später hat man Yalkut Shimoni gedruckt in Berlin, in Königsberg, in Prag. Und später, nach vielen, vielen Jahren, hat man gegeben auch Kommentare. Er sagt in die Yalkut Shimoni, wenn einer will jetzt wirklich die Torah lernen, soll er wissen, die Torah ist nicht Geschichten, die passiert. Die Torah ist Gefäß, sind Bilder von Gott, wie sollen wir leben? Und hier sehen wir ein großes Bild. Brüder streiten und jeder denkt über seine Territorie. Und deshalb muss man wissen, dass jedes Kind hat seine besondere Gabe. Man muss nicht immer die Kinder Gleichgewicht geben. Das kann nie passieren. Einer braucht mehr, bekommt er mehr. Einer braucht weniger, bekommt er weniger. Einer braucht mehr Seele, mehr Aufmerksamkeit, kriegt er Aufmerksamkeit. Einer braucht mehr Materialist, kriegt mehr Materialist. Es muss nicht immer identisch sein. Die Älteren sollen das noch nicht auffällig machen, weil die Kinder immer vergleichen. Und so die ganze Buch von Bereshis ist immer streiten. Immer Geschwister streiten. Kain und Hevel streiten. Yitzchak und Ishmael streiten ohne Ende. Jakob und Esav wollen auch einer dem anderen. Im Bauch haben sie schon gestritten. Josef und seine Brüder haben gestritten, weil Josef hat seine Brüder gepetzt. Sie waren neidisch auf ihn. Zum Schluss kommen zwei gute Kinder. Wenn ein Vater nimmt sein Kind Freitagabend und er will ihn benchen, was sagt er? Er sagt, Yivorechecho Adinoi Vishmerecho. Yoher Adinoi Ponovelecho Vichuneko. Iso Adinoi Ponovelecho Viyosem Lecho Sholem. Das ist universelle Segen, dem Segen von Kohanim. Und jetzt kommt. Möge Gott dir machen, wie Ephraim und Menashe. Verstehe ich nicht. Wo ist Avram? Wo ist Yitzchak? Wo ist Jakob? Wo ist Reuven, Shimon, Levi? Wo sind alle Tzadikim? Nein, 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 nein. Nee. Was wollen Vater und Mutter? Vater und Mutter wollen, dass ihre Kinder so gut verstehen. Und obwohl der Vater hat dir die Hände, der Junge hat er bevorzugt und er hat auf die Junge seine rechte Hand gelegt, der andere war einverstanden. Er hat gesagt, ja, Brüder müssen auch einer dem anderen entgegenkommen und nachgeben. Warum? Weil die Brüderschaft ist eine sehr wichtige Sache. Noch ein letzter Aspekt wollte ich euch sagen und damit schließen wir. Die, die brauchen, gehen, sollen gehen. Damit. Ich will nicht halten lang. Jeden Freitag ab Minchezeit soll man die ganze Parascha lesen, Pasuk be Pasuk, plus, darum können Sie mir bitte die Chumash geben? Sei so lieb. Nein, nein, das ist nicht Chumash, diese Rose. Entschuldigung, ich stehe. Ja. Ich gebe ein Beispiel, wie macht man das. ויצמח אדוני אלוהים בן אדם אוכלי צנחמוד למראה וטוב למאכול ויצד חיים בסך הגון ויצדס תויבורו ויצמח אדוני אלוהים בן אדם אוכלי צנחמוד למראה וטוב למאכול ויצד חיים בסך הגון ויצדס תויבורה תרגום ויצמח אדוני אלוהים מן ערה כל עינן דמרגג למרח זה וטב למרח אבינם חיה במציאות גינטה ואילן דאחלין פרוי חכימין בין טב לביש. Wir lernen Aramäisch. Ich kam gestern zu einem Reifenwechseln und er guckt auf meinen Namen, Shlomo. Sagt er mir, Shlomo bedeutet guten Tag, hallo. Sag ich, nein, hallo bedeutet Shalom. Sagt er, ja, aber auf Aramäisch, Shlomo heißt Shalom. Sag ich, woher weißt du? Es gibt bei uns einen Mann, der sagt dir, hey, Shlomo Rabo. So wie wir sagen bei Kaddisch. Also, manchmal sagst du, wow, jahrelang ich weiß, wie ich heiße. Und jetzt plötzlich in Aramäisch bin ich Shalom, guten Tag, Shalom. Sagen unsere Weisen jeden Schabbat, du sollst lernen die Torah zweimal und einmal den Targum, die Übersetzung. Weil da verstehst du, was passiert. Und das ist eine Mitzvah, die steht geschrieben in Shulchan Aruch, Resh Pei Hei, 285. Und steht so geschrieben, dass wenn einer hat nicht geschafft, Freitag, Freitagabend, sondern machen Schabbes früh.
Jetzt kommt Schabbes Mittag, Essen, und er hat noch nicht gelernt. Steht geschrieben, soll er essen. Essen ist wichtig. Soll er das machen nach dem Essen. Was passiert, er hat vergessen, nicht geschafft, soll er machen bis Mittwoch. Was passiert, hat er nicht gemacht bis Mittwoch, soll er machen bis Simchat Torah, bis Shmini Atzeret. Das heißt, er kann bis Shmini Atzeret nachholen. Manche haben so ein Patent, aber diese Patent ist nicht so gut. Wenn der Torahleser liest von der Torah, sie sagen mit, leise. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, weil du hast nicht gemacht diese Mitzvah von Schnei Mikro Vecho Targum. Jetzt, was ist mit Frauen? Frauen brauchen das nicht zu machen. Aber wenn eine Frau will unbedingt das zu machen, soll sie machen. Vor ungefähr mehr als 200 Jahre gab ein Rabbiner, der hat geschrieben ein Buch extra für Frauen und Mädelach. Dieses Buch heißt Zena und Renna. Was hat er gemacht? Der hat gemacht auf Ivreteitsch die ganze Teure mit dem Midrashim, was habe ich euch erzählt, von Rabbi Shimon Adarshan aus Frankfurt. Und er hat gesagt, Frauen sollen sich sammeln jeden Schabbes und sollen miteinander lernen. Und stell mal vor, manche denken, dass im Judentum Bildung war nicht so wichtig bei Frauen. Da sieht man, dass jahrelang hat man Zena und Renna gelesen, jeden Schabbes, und glauben Sie mir, ich lese drinnen, es ist Delikatesse. Wir müssen beim Gelet, ich mache euch eine Kopie, und wir lesen einmal die Parascha in Zena und Renna, ihr werdet die Finger lecken, das ist so interessant. Weil wenn ihr versteht nicht etwas in die Torah, und ihr wollt das verstehen, weißt ihr, was ist der beste Weg? Nehmt Kinderbücher. In Kinderbüchern wird ihr gleich verstehen, was ist passiert. Wenn du weißt nicht, was ist passiert, nimm Kinderbücher. Es gibt einen russischen Jid, der heißt Sascha Stuchinski. Sascha Stuchinski ist schon gestorben 1979. Der war ein kluger Jid aus Russland. Später war er in Zürich. Und er hat gedacht, das ist zu wenig Bücher in Deutsch. Der hat geschrieben ein Buch, Bibel, für Kinder erzählt. Ich sage euch, dieser Mann ist ein Genie. Genie. Ich kenne niemanden, der hat so schön die Teure geschrieben, ohne Fehler von Inhalt. Also ich habe noch nicht gefunden. Und glauben Sie mir, wenn man liest solche Bücher, was guckst du zuerst? Guck ich, ob es einen Fehler gibt. Riesig, riesig. Also dieses Buch kann ich sehr, sehr gerne empfehlen. Wenn jemand will, seine Kinder wirklich oder sein Deutsch zu verbessern in Geschichte von Torah, ich zeige euch beim Gelegenheit diesem Buch. Bleiben Sie alle gesund und stark.